Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Ronin. Wir wollen heute dahin gehen zur 3, denn wir haben etwas zu tun. Ich habe sie doch schon wieder klappern hören. Okay, der Zwang gebietet es mir. Wir müssen erstmal schnell das machen. Auch schon wieder der, bitte, hallo? Almosen, bitte. Okay, gut. Gib mir mehr. Mehr. Oh, der will jetzt gleich kämpfen wahrscheinlich. Na los. Her damit. Tja, und mein Geld kriege ich trotzdem nicht wieder. Schön. Ob hier manche einfach aufs Dach laufen dann? Du da! Kannst du mir mal... Oh, du bist es. Danke nochmal für deine Hilfe. Seit einiger Zeit sorgen Banditen für Ärger in meinem Laden und verschrecken die Kunden. Ich habe gehört, dass mein Rivale sie dafür bezahlt, aber mir fehlen Beweise. Oh, du hast eine Kamera, oder? Das ist perfekt. Einfach perfekt. Würdest du ein Foto für mich machen? Von meinem Rivalen, wie er den Schurken das Geld gibt? Klar. Sehr schön. Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Also dann. Angeblich treffen sie sich auf einem Anwesen im Osten. Erst vor kurzem habe ich dort einige zwielichtige Gestalten gesehen. Ich vermute, sie treffen sich heute Nacht wieder. Zwielichtige Gestalten, oh mein Gott. Oh nee, ey, jetzt haben die wieder Angst vor mir. Ein Spanner. Willst du schnelles Geld machen? Du weißt, was du tun musst. Oder? Hm. Was war das? Wer ist da? Und ich habe nur einen umgebracht. Das ist ein guter Schnitt.
guten Tag. Du hast sie ertappt? Ah, du rettest mir damit das Leben. Bald ist sein Ruf ruiniert. Wenn du einen meiner Händler triffst, solltest du mit ihm reden. Ich sorge dafür, dass sie eingedeckt sind. Schön. Ja. Danke. Wo sind solche Okada? Okay, wir müssen jetzt erstmal schnell hierhin. Gar nicht wahr. Wo muss ich denn hin? Hier ist Gamble. Hierhin. So. Aber wir gehen falsch. Hier. Gut. Gut, gut. Ich hätte jetzt seltsame Schuhe an. Ich mich auch. Seid mal her hier. Wirklich? Das wäre großartig. So. Ja. Ja, 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 ja. Woran soll ich für dich arbeiten? Gibt's noch was, was ich machen kann? Gibt's noch irgendwas Verstecktes? Nee. Ich habe so eine Ahnung, dass du wiederkommst. Hab ich recht? So kriege ich denn da jetzt keine Trophäe? Ich freue mich, dich zu sehen. Fantastisch! Wirklich? Das wäre großartig! Ja, blöd. Okay, abgehakt, abgehakt. Ich will nur mal schnell durchgucken. So, weiter rechts geht's nicht. Okay, hier ist nichts mehr, oder? Fertigkeitsstufe umschalten. Achso. Ich habe so eine Ahnung, dass du wiederkommst. Möglich. Gut, dann schauen wir mal. Also sie müsste es sein, aber ich weiß nicht, was mit dieser Quest los ist. Ob die irgendwie verbuggt ist. Ikeda haben wir ja gemacht, den Vorfall. Was willst du von mir? Willst du irgendwas von mir? Nee, das eigentlich nicht. Gar nicht mal schlecht. In Ordnung. Ist was los? Mhm. Gib Geschenke, Geschenke. Gar nicht schlecht. Er hat so kleine Hände. Kostüm freigeschaltet? Hä? Okay. Von mir aus. Kennst du Okita und Hichikata schon lange? Beide folgen den Lehren und der Schwertkunst des Tennen Rishin Ryo. Man könnte sagen, sie sind meine Schüler. Aber so würde ich unsere Beziehung nicht beschreiben. Wir haben gemeinsam im selben Dojo trainiert, unsere Hoffnungen und Träume geteilt. Wir sind Kameraden, eine Familie, die besten Freunde. Besonders Soji, da er als kleines Kind seine Eltern verlor. Seitdem lebt er im Dojo. Nur dem Namen nach gehört er nicht zur Familie.
Toshi wurde nicht in eine Familie aus Samurai hineingeboren, sondern erarbeitete sich mühselig seinen Rang. Genau wie ich. Na dann. Aha. Wir sind jetzt befreundet. Einen Stärkpunkt haben wir auch gekriegt. Wo ist denn der, der mich nicht leiden kann? Erstmal hier du. Guten Tag. Guten Tag. Wonach suchst du? Wir sehen uns. Willst du mir noch irgendwas sagen? Okay, mit ihm dürfen wir nicht viel anfangen. Du! Du bist gekommen. Worüber wolltest du reden? Du hast eine Quest und du brauchst meine Hilfe, habe ich gelesen. Oh, das ist hübsch. Kostüm freigestellt. Ja, worum geht's? Du genießt Kämpfe, bei denen dein Leben auf dem Spiel steht, oder? Das tue ich. Was soll einem eine größere Freude bereiten? Nichts ist vergleichbar mit dem wilden Herzschlag in einem feurigen Kampf. Wenn beide Kämpfer alles geben im Wissen, was passiert, wenn sie scheitern, der feindlichen Klinge um Haaresbreite entkommen. Ich will dich begleiten, wenn du talentierte Gegner suchst. Du kannst doch nicht den ganzen Spaß für dich behalten. Okay, hast du jetzt endlich eine Quest für mich oder nicht? Verstanden. Okay. Er hat noch keine Quest für uns. Dann müssten wir jetzt eigentlich die Hauptquest machen. Wir machen das jetzt mal so, weil ich will mal gucken, ob wir dann das freischalten, wenn wir besser mit ihm befreundet sind. Wir gehen jetzt mal in unser Langhaus. Schlafen da mal und gehen zu ihm zurück und schenken ihm noch so ein Ding. Ja. Willkommen zurück. Immer noch 22. Oh, hier, Mäusejagd. So, er ist der Einzige. Ach nee, was? Gott. Ich werde überrannt. Worum geht's? Da werde ich mich sicher nicht beschweren. Na schön. Verstehe. So sieht man sich wieder. Ich finde, sein Hemd sieht so zerknittert aus. Das ist ganz schlimm. Das sieht aus wie dieser seltsame Stoff, den es da gibt. Du kennst mich zu gut. Wir sehen uns. Dann geh ruhig.
Wir müssen jetzt, wir gehen mal. Ach, hätte ich mich jetzt hier ausruhen können. Ach, ich glaube, ich hätte schlafen können. Ich glaube, das ist irgendwie verbuggt. Ich kann mir das nicht vorstellen sonst. So, Attributis. 5. 5. 3. 4. 3. Junge, 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 ist aber teuer hier. Einer fehlt mir hier noch. Okay. Wie spät ist es? So. Wir. Hier. Gasthaus Ikeda. Shuju. Hier. Hallo. Hallo? Was kann ich für dich tun? Ich hätte dich nicht unterschätzen sollen. Ich wollte dich etwas fragen. Oh, dann leg los. Du bist ebenfalls Ärztin, nicht wahr? Alles, was ich weiß, habe ich gelernt, indem ich meinem Vater half. Ich mag keine richtige Ärztin sein. Doch ich weiß mehr über Medizin als die meisten. Hast du je in Betracht gezogen, Medizin zu studieren? Weißt du, dieses Schwert wird dich nicht immer retten können. Guck mich nicht so an. So hat mich Ryoma auch immer angesehen, wenn ich das gesagt habe. Ich mag ihren Kimono oder ihr Kimono-Jäckchen. Na schön. Stell ja keinen Unsinn an. Wir sind jetzt unzertrennlich. Also sie mag die Puderquaste am liebsten. Du. Ja. Was willst du? Was war das jetzt? Er ist ein krasser Stratege. Er kriegt das hier. Ich bin zufrieden. Aber du bist so krank. Status verbessert? Hä? Ach wirklich? Naja, wenn du meinst. Wie soll das denn gehen? Bis später. Bis dann. Hast du auf dich acht? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit zum Plaudern? Mach schnell. Welch guter Geschmack. Mich? Gut. Na dann komm zur Sache. Was für ein Mensch ist Uryo? Wenn man bedenkt, wer ihr Vater ist, ist sie äußerst gutmütig. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge. Aber das könnte man beinahe schon als Talent bezeichnen. Ihre Selbstbeherrschung ist ausbaufähig. Es macht mich wahnsinnig, wie waghalsig sie sein kann, um ihre Ziele zu erreichen. Was? Ich sorge mich nicht um sie. Wir sind hier fertig. Willst du mehr über Uryo erfahren, dann frag sie selbst. Meinetwegen. Ich hätte ihr direkt zwei so Dinger schenken sollen. Wenn du gehen musst, dann nur zu. Ah! Hier drüben! Ja. Ja, sofort, warte. Wir haben ein Intelligenzding gekriegt. Oh. Hier, jetzt haben wir nämlich 5. Ja,
Wunderkind. Seltene Fertigkeitspunkte umwandeln. Du kannst deine Attribute nicht weiter verbessern und hast die Fähigkeit freigeschaltet, seltene Fertigkeitspunkte in Fertigkeitspunkte umzuwandeln. Nutze die Klingenreparaturtechnik im Langhaus, um Fertigkeitspunkte wieder in seltene Fertigkeitspunkte. Was? Fertigkeitspunkte in seltene Fertigkeitspunkte? Bitte was? Was kann ich für dich tun? Kriegst ein paar Fäng. Danke sehr. Okay, war glaube ich doch nicht so das Beste. Na gut. Ich so werde wie jetzt gehen. Das ist gut. So trifft man sich wieder. Kann ich dir helfen? Vielen Dank. Ah, verstehe schon. Ah, da bist du ja. Kann ich helfen? Obwohl Geschicklichkeit kriegt irgendjemand anders. Du kriegst 4 Bücher. Das ist großartig. Ja. Oh, verstehe. Gut, es ist immer noch Nacht. Das wäre erst einmal alles. Oh, schön. Ich habe ein breites Angebot an Medizin. Ich brauche das da, Feuerwitzstein. Gibt es sonst noch etwas? Nee. Du musst gut auf dich Acht geben. So. Hier oben haben wir noch den Satsuma-Clan. Dann machen wir heute mal einfach alle. Kriegen einfach mal alle was geschenkt hier. Guck mal da, wir können 8 mitschleppen. Hey, wie läuft es? Bin ganz Ohr. Ich hab was für dich. Du bekommst jetzt das da. Du bist der Beste. Mochte der das, ja? Verstehe. Deine Schwerter sehen so kurz aus. Wir sehen uns. Mhm. Ah. Ich finde dich komisch. Was gibt es diesmal? Ein doppeltes Spiel. Aber schenk dir trotzdem was. Ich bin gerührt. Naja. Verstehe. Mit Verlaub. Gibt's hier nicht noch irgendjemanden Interessantes? Verzeihung. Hä? Hier sind die Stille. Hier ist der. Hey, wie läuft es? Habt ihr jemanden hier? Mach nicht doch du. Okay. Ja, dann war es das hier tatsächlich. Beim Kyoto anwesend ist Shoujo-Clan Warmer. Hier könnten wir nochmal hin. Wo steht denn hier, wie spät es ist? Kann ich
Kann ich hier rasten? Wo ist das Ding? Sind ja alle pro Shogunat hier. Okay. Ich dachte, da geht ein Menü auf. Ja, okay. Dann ist es halt so. Lebe ich noch? Aber gerade so. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich bin schuld. Oh ja. Los. Bitte nimm dies als kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Dankeschön. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung. Bis morgen. Tschüss.